Weiter geht's hier in unserer wunderschönen kleinen Mittelaltersiedlung bei Farthest Frontier. Hier bei unserem kleinen Markt, angeschlossen mit unserem kleinen Vergnügungsplatz, wo die Kinder langlaufen, sich einen Schluck Wasser holen können und sich hier in den Park setzen können. Und jetzt regnet es Gott sei Dank ein bisschen. Wir gehen mal schnell weiter, machen mal kurz in die Pause. Gehen mal hier über unseren Hauptplatz entlang und wir driften mal hier ab zu unserer zukünftigen Produktionsstätte. Ihr seht, das ist alles noch ein bisschen, na, da fehlt noch ein bisschen Gold als Stützmittel. Hier oben stehen die Pfähle und hier ist es ein bisschen, ja, breiter geworden. Hier würde ich mir übrigens gerne eine Animation wünschen für eine schräge Wand, nicht so eine, ja, Dingens, keine Ahnung, also mehr als Dingens fällt mir dazu nicht ein. Wir machen weiter. Ihr habt viele, viele Kommentare dagelassen. Vielen Dank dafür. Und unter anderem eine Sache, die mir am Anfang wichtig ist, da gehen wir mal direkt hin, dass wir ein Freilager errichten hier oben. Das finde ich eine sehr gute Idee, dass wir hier eben in der Lage sind, die Sandmengen, die wir hier produzieren, dass wir die auch vernünftig speichern können. Das wäre natürlich sehr ärgerlich, wenn wir das jetzt hier die ganze Zeit, hier diesen langen Weg dahin schleppen müssten, zumal dann irgendwann die Angriffe kommen und eventuell Tore zu sind und so weiter und so fort. Also, da sollten wir schon ein kleines Freilager errichten, wenn ich es jetzt finde. Alternativ können wir auch mit Sicherheit... Nee, das ist der Stapelplatz. Das normale Lagerhaus. Das normale Lagerhaus war's. Aber kann ich hier... Na, hier kann aber auch Sand rein. Ja, wir machen das trotzdem. Wir machen das normale... Den normalen Stapelplatz, der kostet ja nicht so viel. Das bauen wir mal an die Ecke. Dann müssen wir gleich noch das Holz und die Steine dazu abreißen. Und dann passt das hier auf jeden Fall. Okay. Feldfrüchte durch Frost verloren. 58 Bohnen sind durch einen unerwarteten Frosteinbruch kaputt gegangen. Echt? Im Herbst? Ui. Okay. Vielleicht sollten wir das ein bisschen vorziehen im nächsten Jahr. Wo wir übrigens auch schon beim Thema der heutigen Folge sind. Ich möchte gerne mit euch nochmal die Fruchtfolgen durchgehen. Und auch vielen Dank dafür. Da gab es viele, viele, viele hilfreiche Kommentare. Unter anderem zum Beispiel auch das Thema Erbsen statt Bohnen gab es tatsächlich auch mehrfach. Und erstmal muss ich mir in meine To-Do-Liste ein Häkchen setzen. Und das wollen wir natürlich machen. Hier ein paar Erbsen anstatt Böhnchen setzen. Finde ich auf jeden Fall sehr hilfreich. Wir haben ja auch... Autosave. Hat ein bisschen gehangen. Wir haben ja auch das Lager noch relativ weit fertig. Wir müssen die hier dann rausnehmen. Dann als nächstes gibt es Flachs. Und Flachs sorgt ja dafür, dass wir bei minus 3 sind und dann wieder minus 3. So, jetzt müssen wir natürlich mal gucken. Wir nehmen erstmal diese Sachen raus und wir müssen mal gucken, A, wie viel Flachs brauchen wir, um unsere Klamotten zu produzieren. B, müssen wir natürlich gucken, wie viel wir überhaupt allgemein brauchen. Ja, damit wir die Fruchtbarkeit wieder herstellen. Deswegen würde ich hier gerne eine Mischung aus Bohne und Erbsen herstellen. Das Problem ist, die haben keine Frosttoleranz, aber eine Hitze. Und die haben keine Hitze, aber eine Frosttoleranz. Das heißt, wir können das eigentlich ideal miteinander verknüpfen. Am Anfang machen wir noch ein paar Erbsen. Und danach, zum Ende des Jahres, gucken wir mal, dass wir ein paar Bohnen pflanzen. Und das Gute ist, ihr seht es unten, die erzeugen Fruchtbarkeit 1%. Ja, wie macht man das? Ja, im Prinzip, weil man ja nur die Früchte erntet und das Grün, quasi die Kraft, die sie fürs Grün rausgesaugt haben, das packt ihr wieder in die Erde, das verrottet und dadurch erzeugt das natürlich ein bisschen Fruchtbarkeit. Das ist wahrlich nicht viel, aber es ist in dem Fall ausreichend. Das hängt zusammen unter anderem auch mit der Art der Erde, die hier ist, Felsen, Ton und so weiter. Am Ende des Tages ist Mutterboden ja auch nur eine Mischung aus speziellen Stoffen, unter anderem Regenwurm, naja, und so weiter. Ja, wir werden mal gucken, wie wir das in den nächsten beiden Jahren hier auf diesem Feld herstellen. Und auf jeden Fall möchte ich wirklich hier erstmal Flachs produzieren, um zu wissen,
wie viel wir hier brauchen. So, hier machen wir unseren Kompost drauf. Auch hier haben wir im nächsten Jahr Klee und Rüben. Ich denke, wir können auf jeden Fall den hier rausnehmen. Wir brauchen nur einmal, maximal zweimal hier das Ganze machen. Und wir hätten auch hier die Möglichkeit, anstatt Klee vielleicht die Rüben hier noch mit reinzunehmen, den Klee. Und hier in die Mitte hätten wir noch die Möglichkeit, die Erbse zu machen. Das Problem ist bei der Erbse, dass sie überhaupt nicht hitzetolerant ist. Und beim Klee haben wir im Prinzip alles. Das heißt, wir schmeißen dich nochmal raus und machen bitte zuerst die Erbse und dann den Klee. Der große Vorteil ist, wir ernten hier doppelt in einem Jahr. Wir machen am Anfang Erbsen, das erzeugt 1% Fruchtbarkeit. Klee, das erzeugt nochmal 3%. Wir sind also insgesamt bei 4%. Die Rübe nimmt uns minus 2, dann sind wir also bei 2. Das nimmt uns oder gibt uns 1%, dann sind wir bei minus, dann sind wir bei schon bei 3. Und ich hoffe, ihr konntet meiner kruden Rechnung folgen. Und die sind bei minus 4. Das heißt, unterm Strich sind wir immer noch über die Jahre bei einer ganz leicht sinkenden Fruchtbarkeit. Aber langfristig werden wir gucken, dass wir eins von diesen hier nochmal gegen... Ja, das könnten wir zum Beispiel ähnlich machen, dass wir beispielsweise ihn rausnehmen. Wir sind bei 1% Unkrautniveau. Einmal Unkraut entfernt 25%. Das müssen wir jetzt einfach mal beobachten, wie das funktioniert. Und dass wir in diesem Jahr nämlich noch die Feldfrüchte Erbse mit reinsetzen. Gucken wir mal, dass wir das mit reinsetzen. So. Und dass wir dann auch hier doppelt ernten. Am Anfang gibt es Erbsen. Und danach gibt es Bohnen. Und der große Vorteil ist, dass wir jetzt bei mehr oder weniger plus minus null von der Fruchtbarkeit liegen. Denn ich muss sagen, am Anfang habe ich mich, was das Unkrautniveau angeht, echt verschätzt. Das ist relativ gering. Das liegt aber auch dadurch, dass wir natürlich sehr viel Unkraut gezupft haben. Das müssen wir jetzt wirklich beobachten, ob das Unkrautniveau so niedrig bleibt oder ob das über die Jahre jetzt wieder ansteigt. Dann müssten wir vielleicht einfach mal einmal Unkraut mehr reinmachen und hier so eine Erbse wieder gegen Unkraut tauschen. Aber ich möchte wirklich jetzt versuchen, dass wir das Min-Maxing über die nächsten Folgen hier auf den Feldern wirklich auf ein Minimum reduzieren. So, das wäre einmal dieses Feld. Dann haben wir das Feld haben wir umgebaut. Dann kommen wir zu diesem Feld. Hier haben wir ja sehr viele Karöttchen und Karotten ziehen ja nun wirklich eine ganze Menge raus. Haben überhaupt keine Unkrautunterdrückung. Die sind bei minus 2. Hier machen wir dann zweimal Unkrautniveau raus. Das sollten wir hier durchaus machen. Aber ich habe Bedenken gerade bei dem hier. Den machen wir hier raus. Und hier möchte ich auf jeden Fall, also wir sind hier auf jeden Fall noch was anderes machen. Also, einmal durchrechnen. Wir sind hier bei minus 6. Das gibt uns plus 3. Das heißt, wir sind immer noch bei 3, die uns verloren gehen. Mit anderen Worten, wir müssen hier einmal auch Klee anpflanzen. Das hatten wir gesehen. Das sollte hier wahrscheinlich schlichtweg nicht möglich sein. Genau, das funktioniert leider nicht. Dann können wir gucken, ob wir noch Erbsen und... Ah, das klappt leider auch nicht. Karotten sind natürlich eine schöne Sache. Aber das Problem ist, wir haben hier Probleme mit der Fruchtfolge dann. Wenn wir einmal noch Erbsen, dann sind wir zumindest nur noch bei minus 2, was das Ganze hier angeht. Das wäre halt also bei minus 2 Fruchtbarkeit. Okay, wir machen mal das Ganze so und werden hier zweimal das Unkraut entfernen, in der Hoffnung, dass das passt. Gut, aber das fällt auch, dann gehen wir hier nochmal rein. Hier würde ich das gerne im ähnlichen Maße machen, dass wir einmal hier vorne die Erbsen reinmachen. Das ziehen wir entsprechend nach vorne, die ziehen wir auch ein bisschen nach vorne, dass wir das nicht ganz, dass wir nicht so viel Zeit verlieren. Dann sollte das auch dort passen. Und hier werden wir das ähnlich machen. Da hatte ich hier auch das Ganze zweimal. Das können wir auch durchaus dort machen, dass wir einmal da eine Erbse mit reinziehen. Und dann denke ich, dann sind wir hier eigentlich auch so weit durch, dass wir hoffentlich unsere Felder jetzt erstmal nicht mehr anfassen müssen. Gut, dann blenden wir uns bitte einmal wieder
diese Sachen ein. Und wenn ich das so richtig sehe, ja, dann haben wir schon alles abgeerntet. Hm. Dann können wir für den Winter die Leute gleich nochmal rausziehen. Jetzt müssen wir aber vor allen Dingen mal gucken. Weil die Jägerhütte arbeitet. Die arbeitet hier. Das ist okay. Die Jägerhütte arbeitet da hinten. Das ist okay. Und du arbeitest im Wildschweingehege. Das ist okay. Gut. Also die lassen wir so. Und wir ziehen bitte einmal die Dorfbewohner. Die Bauern lasse ich drinne. Ich möchte aber gerne die Sammler rausziehen. Die sind jetzt überflüssig und wir machen bitte ein paar mehr Bauarbeiter rein. Okay. Wir gucken mal, wir bräuchten ein bisschen Holz. Essen gibt es genug. Getreide haben wir nichts. Da müssen wir auch für sorgen, dass wir dann in Zukunft natürlich Getreidefelder bekommen. Die, ja, das werden wir mal sehen, wo wir die hinbauen. Das müssen wir auf jeden Fall auch machen. So, nächste Sache, die ihr geschrieben habt. Wir brauchen natürlich mehr Verteidigungstürme. Da gebe ich euch völlig recht. Wir sind hier bei mittlerweile 15 Gold. Also, das sollte im Moment erstmal kein Problem sein. Deswegen werden wir auch hier bitte einen weiteren Verteidigungs- oder in dem Fall einen Aussichtsturm bauen. Und wo wir halt noch Probleme haben, das ist ganz klar der Bereich hier vorne. Gerade wo hier das Tor steht, würde ich einfach gerne da so ein Teil hinbauen, dass wir von hier natürlich das Tor an der Ecke auch beschützen. Ich habe übrigens wirklich keine Möglichkeit gefunden, hier so ein Tor zuzumachen. Das finde ich ein bisschen schade. So Edikte oder Gesetze oder sowas, dass hier die Tore auch wirklich zugemacht werden. Ja, hätte ich ganz gut gefunden, wenn das irgendwie funktioniert. Aber scheinbar nicht. Und, oh Leute, da ist die Tonbrennerei fertig. Hier arbeitet der gute Edgar und die Folania und produzieren für uns feinste Töpferware. Herrlich, herrlich, herrlich. Okay, sehr schön. Der Schnee kommt. Wir haben 155 Brennholz. Einmal ein kurzer Check-up. Wir haben 122 Sand, 1000 Wasser. Das sieht gut aus. Essen 2500. Sieht auch gut aus. Pfeile haben wir auch genug. Seife auch. Ach Gott. Und ihr habt mich darauf aufmerksam gemacht. Hey Nerd, du hast 800 Gold. Und ja, das liegt hier rum und da liegen auch schon Berge an Gold rum. Und das nicht dort, sondern eher hier. Das ist mir bewusst. Das will ich aber tatsächlich auch alles aufheben. Was wir machen könnten, wäre ein entsprechendes Gebäude bauen, um das zu sichern. Aber ich möchte es eigentlich ungern ausgeben. Was haben wir hier? Brennholz. Genau, wir gehen einmal in die Statistiken. Müssen nämlich vor allen Dingen mal checken, wie das mit dem Fleisch aussieht. Sieht stabil aus. Beim Fisch müssen wir auch gleich gucken. Da gibt es Probleme, zeige ich euch gleich. Landwirtschaft ist mir in dem Fall erstmal, na, nicht ganz egal, aber mir ist das Brennholz wichtiger. Okay, Produktion geht über Verbrauch, passt. Dann gehen wir einmal hier oben hin. Der Fischer hat nämlich, ja, mittlerweile geht's wieder. Ich hatte das eben gerade gesehen, da war er leer gefischt. Da müssen wir auch drauf aufpassen. So, hier vorne wird gebaut. Haben wir die schon priorisiert? Nein. So. Einmal priorisieren, bitte. Und wir müssen natürlich auch ein bisschen Baumbestand abbauen. Da haben sie erstmal genug zu tun. Und dann können wir wieder ein paar Bäume abholzen. Und ich würde tatsächlich gerne den Bereich hier vorne abholzen. Und das jetzt auch mal komplett. In diesem Bereich. Da können sie jetzt wirklich mal alles, da können sie alles mal wegnehmen. Und dann haben wir A, genug Häuser und hier oben auch genug Möglichkeiten, uns industriemäßig auch hier weiter auszubreiten. Wir haben ja auch unseren Markt, der in diesem Bereich ist. Und wir haben hier vorne eine Weberei, die gebaut wird. Und ich möchte gerne
vielleicht hier vorne noch Häuser hinbauen. Möglicherweise können wir den verschieben. Das müssen wir dann wirklich mal sehen, dass wir alles hier im, so im Markteinzugbereich haben. Am Ende des Tages wird es aber, das hatte ich ja schon mal erzählt, wahrscheinlich der hier werden, dieses Acker. Das werden wir abreißen und hier vorne hinsetzen. Und dann hier hinten eine schöne Landwirtschaft machen. Jetzt haben wir hier unsere Häuser fertig. Sehr gut. Hier müssen wir im nächsten Sommer, das wird wahrscheinlich nicht in dieser Folge sein, sondern in der darauffolgenden, mal schauen, dass wir auch ein paar schöne Sachen bauen, dass wir auch mit der Attraktivität hochkommen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie es hier aussieht. Ah, miserabel. Hier vorne ist ganz schlimm, da will keiner hin. Da sind wir bei, hier hinten sind wir bei 28%. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, da müssen wir mal was bauen. Aber klar, warum sollte man da hinten auch Attraktivität verspüren? Wir könnten hier vorne, also erstmal müssen wir ganz klar hier in die Richtung unsere Steinstraße ausbauen. Das hat jetzt auch ein bisschen was von, das hat jetzt natürlich keine direkten Gameplay-Auswirkungen, aber das ist für mich einfach auch ein bisschen Prestige, dass hier hinten natürlich die Ecke, die wir als unsere, ja, Premium-Wohnsiedlung auserkoren haben, natürlich auch die besten Straßen bekommt. Hier hoch zum Industriegebiet, dass auch die Laufwege kürzer werden. Dazwischen bitte natürlich auch. Und dann checken wir mal hier oben. Da gibt es Sumach, Bernd, Kohle. Einmal, das kann abgebaut werden, bitte. Und dann sieht es eigentlich auch hier schon mal ganz gut aus. Gut, dann setzen wir ein paar mehr Leute rein. Wir haben hier eigentlich genug. Ja, ein paar Sammler machen wir im nächsten Monat rein. Und dann können wir tatsächlich in dieser Folge schon mal auf eine höhere Geschwindigkeit gehen. Jawohl. Ich glaube, ich bin einer der wenigen, die so lange tüfteln und spielen. Und ich hoffe, schreibt wirklich gerne mal in die Kommentare, das ist okay für euch. So, wir müssen übrigens auch schon gucken langsam, dass wir neue... Und jetzt gucken wir mal, wie es hier langsam auftaucht, Leute. Oh, ist das hellig. Dass wir auch langsam neue Lehmquellen erschließen. Boah, ist das cool. Wie hier noch leicht der Schnee liegt. Wir nähern uns den Tormauern unserer wunderschönen Stadt. Biegen ab. Oh, da war ein Feld. Da gehen wir nicht rüber. Biegen hier ab zu demnächst unseren neuen Steinstraßen. Aber wir sind noch nicht ganz fertig. Wir wollten ja eigentlich hier ein bisschen die Attraktivität boosten. Und das machen wir jetzt auch. Das habe ich gerade noch groß verlauten lassen, dass wir in Stufe 2 weiterspielen. Jetzt bin ich schon wieder in der Pause. Das kann auch alles gemacht werden, wenn die hier arbeiten. Also ein bisschen Dekoration. Und ja, ihr Lieben, wir sind im... Okay, vielleicht machen wir doch eine Pause und gucken uns das hier erstmal in Ruhe an und bauen erstmal was Schönes. Also, wir brauchen einen kleinen Garten. Hebt die Attraktivität ein bisschen. Den finde ich, einen kleinen Garten finde ich natürlich immer schön. Den könnten wir gut dahin bauen, in diese Ecke. Ja. Geht die Attraktivität da hinten und dort auch. Hier hätten wir zwei Elemente frei. Da könnten wir vielleicht einen größeren Garten hinsetzen, vielleicht so einen. Ah, schade, der hat genau drei. Das ist ja schade. Ein Gebüsch finde ich halt auch, weiß ich nicht. Was ist denn mit einem kleinen Park? Ja, der gut, der ist natürlich zu monumental. Wir werden mal an die Stelle einen kleinen Garten bauen. An die Stelle einen kleinen Garten. Und dort kommen bitte... Ah, oder zwei kleine Plätze. Machen dort bitte mal einen kleinen Platz hin. Und anschließend an, an den kleinen Platz kommt ein kleines Gebüsch. Okay, gut. Dann hätten wir hier vorne noch was. Das könnten wir hier ähnlich bauen. Dass wir dort... Ja, das boostet aber nicht das Haus hier.
Okay, da müssen wir nochmal gucken, dass wir vielleicht hier hinten was bauen. Da bin ich noch nicht ganz von überzeugt. So, ihr lieben Dorfbewohner, ihr dürft wieder sammeln gehen. Jetzt haben wir nur noch 12 Leute, müssen das mal auf 4 reduzieren. Aber die 12 müssen es einfach reichen. 2 Dorfbewohner an Typhus erkrankt. Hautausschlag, Erbrechen, es kann manchmal tödlich sein. G-Staff hat es erwischt und den jungen Frank. Ja, verschlissene Leinenkleidung. Mein lieber Frank, das tut mir ganz schrecklich leid, der muss rohes Fleisch essen. Sucht nach Medizin, da müssen wir auch unbedingt dranbleiben. Das habt ihr auch gesagt, Nerd, du brauchst unbedingt ein Medizinhaus. Ich weiß, das werden wir auf jeden Fall auch in Zukunft bauen. Und ich habe auch noch auf dem Schein Weiden- und Korbflechterei. Das Problem bei Weiden- und Korbflechterei ist, wir finden hier bei uns keine Weiden im Moment. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, jetzt gucken wir mal. Er ist da hinten in dem Bereich. Da finde ich, ist er auch ganz glücklich. Jetzt müssen wir bei ihm mal überprüfen, ob wir zumindest den hier bei dieser Sammlerhütte in einem anderen Bereich sammeln lassen. Aber wenn ich mir das so angucke, sieht das eigentlich gut aus. Da hinten ist er sehr weit weg. Nö, das passt. Der kann da ruhig weiterarbeiten. Das ist okay. Jetzt haben wir noch unseren Sammler hier. Der sammelt nach wie vor da hinten. Das sieht auch gut aus. Wir können ihn natürlich in die Richtung versetzen. Dann hätten wir ein paar mehr Eier und die Sachen hier auch mit drin. Zumindest solange diese Sträucher noch stehen. Und ja, also wenn ich ehrlich bin, müssen wir das Gebäude eigentlich hier hinten hin versetzen. Denn die Wege sind mittlerweile so unglaublich weit. Wir versuchen es erstmal dort weiter. Gut. Haben wir das auch. Und da kommt der erste Händler. Die kommen ja immer im Frühjahr. Jährliche Steuern eingenommen. Sehr schön. Und was haben wir? Oh, guck mal, wie schön. Hier wird jetzt was Tolles gepflanzt. Ein Dorfbewohner wurde geheilt. Ja, kräftig die Hände mit Seife waschen hilft in dem Fall immer. So, das ist noch nicht fertig. Bitte priorisieren. Du bist auch nicht fertig, du bist aber priorisiert. Dann können wir hier die nächsten Bereiche priorisieren. Ein reisender Händler ist eingetroffen. Ja, mein Bester, wir kommen. Wir kommen und werden uns um dich kümmern, versprochen. Machen wir erstmal. Hallo? Einmal dich bitte. So, jetzt gucken wir uns den Händler an, was wir Schönes haben. Das ist der gute Charlie. Und nein, Charlie ist da hinten. Ich wollte eigentlich auf das Haus klicken. Das ist Ataka of the Iron Clan. Und er hat dabei. Ne, er möchte Körbe kaufen. Ne? Das passt uns nicht in den Kram. Er möchte Eisenerz kaufen und er hat sogar einen guten Wert. Ja, guck. Das verticken wir doch gleich mal alles an ihn. Wir könnten natürlich noch ein bisschen mehr Eisen holen. Wir können ja momentan eh nichts nutzen. Wir packen mal 29 hier rein. Zack, das kann alles erstmal hergebracht werden. Vielleicht haben wir Glück, sind rechtzeitig da. So, der Handelsposten kauft Schuhe, sieht auch gut aus. Einmal bitte Schuhe. So, jetzt gucken wir mal, was er Schönes verkauft. Werkzeuge. Oh, das ist super. Eisen verkauft er. Ah, das ist alles toll. Also, wenn ich ehrlich bin, würde ich, glaube ich, am ehesten die Werkzeuge kaufen. Oder das Eisen. Können wir Werkzeuge schon mit Eisen produzieren? Geht das? Eisenmine. Ja, check. Holzkohle brauchen wir nicht. Wir haben Kohle in der Nähe. Wir könnten... Benötigt Honig. Das ist die Kerzenwerkstatt. Das ist egal. Also in dem Fall nicht Honig, sondern... das ist ja die Waben. Das ist ja die Wabe. Die Wabe besteht aus Wachs. Das ist die Imkerei. Da werden Bienenstöcke angelegt. Die brauchen wir auch dringend. Das ist aber beantwortet meine Frage noch nicht. Ich vermute, die schwere Warenproduktion ist erst ja, da hinten. Genau. Dann sollten wir mit dem Handelsposten Gold. Wir sollten noch ein bisschen warten, ob wir das Eisen noch kriegen. Und sollten auch noch mal bitte
10 Schuhe hier reinbringen. Und auf jeden Fall eine zweite Person hier arbeiten lassen, die gute Heldron. Dass das ein bisschen schneller geht. Die Waren brauchen wir auf jeden Fall hier bei uns. Ihr Lieben, sehr cool. So, wie sieht es mit den Leuten aus? Ein neuer Händler ist eingetroffen. Schon wieder einer? Ne, den hatten wir gerade. Genau. Also das ist diesmal ein sehr guter Händler gewesen. Und da werden endlich unsere Straßen gebaut. Und dann werden wir uns als nächstes um die Sachen hier kümmern. Und zum Schluss möchte ich mit euch nochmal in die Tontopfproduktion gucken und einfach mal checken, ob da schon ein bisschen was abgeworfen wird. Eine wichtige Sache müssen wir dann doch noch machen. Das fällt mir spontan noch ein. Da gibt es leider noch nichts. Ich vermute, die Laufwege sind hier extrem lang. Ja, genau. Also die Traveling Time ist extrem groß. Ist auch irgendwie klar, ne? Die müssen ja das Leben oder den Leben da hinten herholen. Beziehungsweise, nee, Quatsch, ist ja Unsinn. Der ist doch da drin. Nee, ist ja Unsinn. Die Laufwege müssten extrem klein sein hierher. Der hat auch 77% Arbeitszeit. Brennholz hat er auch. Also das sollte sogar passen. Wie sieht es denn mit dem Verbrauch aus? Ein neuer Händler ist eingetroffen. Okay, dann werden wir jetzt mal pausieren. Jetzt gehen wir mal zu den Luxusgütern. Okay, wir haben noch keinen Verbrauch produziert. 8. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Eine Sache, die wir jetzt noch machen werden. Wir werden hier bitte den Sand deaktivieren. Und hier hinten machen wir alles andere aus. Da muss wirklich nichts rein. Brennholz, das brauchen wir alles nicht. Das muss hier hinten nicht rein. Wasser maximal. Ja, wir haben da hinten einen Brunnen, da kann er sich ein bisschen was einlagern mit dem anderen Erzkönigs anfangen. Und Sand kann hier rein. Dann kann vor allen Dingen auch in diesem Bereich jetzt hier vernünftig gearbeitet werden. Essen bringt der Händler mit. Und ansonsten haben sie alles, was sie brauchen. Eine kleine Unterkunft. Hier gibt es ein bisschen Wasser. Da gibt es eine kleine Sammlerhütte, um sich im Notfall was zu essen zu besorgen. Die hat ein bisschen Seife und Wasser da. Und eine Sandgrube. In dem Sinne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Strategie. Ciao, ciao.